Das ist immer ziemlich... Man ziemlich darf nicht sehr, sehr drüber. Ja, ja, das ist immer sehr... fällt jetzt kein passendes Wort dafür ein, aber... Einschüchternd. Einschüchternd trifft es ganz gut. Ja, auch, also so, so... Erwachsen zurück. Ja, das ist so, so absolut immer. Ja, ja, juristisch absolut. Die Unterschrift ist so der Hohn von dem. Das ist eine Wellenlinie mit einem Punkt, gefolgt von einem Penis. Nein, von einer weiteren Wellenlinie. Die aussieht wie ein Penis. Ja. Natürlich nur, wenn man einen infantilen Geist hat, wie ich. Das hier heißt, was ich dir gerade geschickt habe, heißt übrigens Winkler. Völlig klar, oder? Ja, völlig klar. Man könnte daraus bestimmt guten Optimus machen. Ja. Ja, der unterschreibt wahrscheinlich so viele Dinge, dass ich denke, Upsi! Ja, und mich hebt er natürlich auf. Vergleich jetzt gerade die Unterschriften. Wir haben wirklich nur entfernte Ähnlichkeit. Also die, er hat es ja mehrfach unterschrieben, diese Dokumente. Und jetzt hat sein Charakter verbuggt. Guck mal, Schätze. Hui! Hui! Das ist doch albern. Ich komm halt vor allem da nicht mehr raus. Also, glaube ich, aber... Hui! Ja, das ist jetzt blöde. Hui! Durch die Gegend fahre. Das sieht echt witzig aus.
Du. Ich finde schon. Hast du mal die Unterschriften verglichen? Meine sehen auch immer anders aus. Es kommt drauf an, welchen Stift ich habe. Okay. Es kommt aber drauf an, welchen Stift man hat und welche Sitzhaltung. Ob gerade Vollmond ist. Johanna, Also das ist schon der Penis und der den Unterschied. Das ist die Pommesgabel. Ich finde es halt ein bisschen gemein, dass er nicht meine Unterschrift ausgemacht hat. Nein, die seine Ärzte wird immer so schwungvoll unterschreiben und dann schreibt er halt. Ja. Magst du das bei dir in den Ordner unter Wohnungsunterlagen rein? Das sieht so bescheuert aus! Weiter für Wohnungsunterlagen. Oh, es hat mich unstuck. Ich sehe wieder normal aus. Verrückt. Ich habe übrigens ganz böse Muskelkater, weil unser 30-tägiges Trainingsprogramm vielleicht etwas enthusiastisch ausliege. Ich schaff das auch in 14! Nee, wenn eine Übung zwei Seiten hat, dann wird sie meinetwegen linke Hand heben, rechte Hand heben. Dann, und da steht eine 20, dann heißt das 20 Seite pro Seite. 20. Ja. Ich glaube, das ist falsch. Inzwischen glaube ich, dass das falsch ist. Weil das führt dann zuweilen zu mehreren hundert Wiederholungen. Ja, der ist jetzt blöd. Johannas Rechner ist unbewacht. Zeit, Dorf, Romantik zu spielen. Das scheint mir gerade nach dem Spiel. Ich habe gerade, glaube ich, den richtigen Geisteszustand dafür. Sehr gut. Thank you.
Juhu! Endlich bin ich mit diesem Charakter entkommen.